kann nicht 4,5 Jahre die falsche Politik betreiben und dann ein halbes Jahr vor der Wahl nach dem Motto, am Abend wird die Faule fleißig, dann so tun, als wäre ich eben auf der Seite der Menschen gewesen. Das durchschauen die Leute mittlerweile. Das geht so nicht mehr rein. Und da wird sich auch abgestraft werden dafür. In welchem Ausmaß genau, das ist eine andere Sache. Aber allein die Tatsache, dass man in der ÖVP Niederösterreich die absolute Mehrheit verliert, also das ist schon gewaltig. Und das wissen auch die entsprechenden Proponenten der ÖVP Niederösterreich entsprechend einzuschätzen. Landeshauptfrau Mikl-Leitner auch nicht aus der Verantwortung zu stellen, weil sie war es, die Nehammer erfunden hat. Und obendrauf ist noch ein Gerhard Kahner von ihr, eine Claudia Tanner, der Innenminister und Verteidigungsminister. Von ihr, alles Niederösterreicher, alles Personen, die sie erfunden hat. Also da braucht es jetzt nicht groß ausrichten Richtung Bundespartei, sondern soll dafür Sorge tragen, dass das, was sie jetzt da als die wunderbare Lösung preist, auch umgesetzt wird.